Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu Rainis Nachtgedanken an diesem Sonntag, dem 7. April 2024. Ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, Sie konnten ihn nutzen und hatten auch so schönes und warmes Wetter wie wir hier in Appenzell-Innerrhoden. Am Abend wollen wir gemeinsam auf die Nachtlese hören und uns noch einmal anrühren lassen, ansprechen lassen von Gottes Wort. Und heute soll natürlich wieder die Nachtlese im Zentrum stehen. Gestern hatte ich ja ein Wort zur Situation gebracht. Schauen wir doch mal hinein. Sie steht heute im Galaterbrief. Da heißt es, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Sind Sie schon einmal so glücklich gewesen und konnten ein Erbe annehmen? Vielleicht ist man nicht gleich glücklich, weil man sich fragt, ja, ist das Erbe auch positiv oder muss ich dann vielleicht in die Zahlungspflicht? Aber das meiste Geld, ob in Deutschland, in der Schweiz, hier in Europa, wird ja durch Erbschaften weitergegeben und der große Reichtum, der basiert häufig auf dem Fleiß vergangener Generationen. Und junge Generationen bekommen eine unglaubliche Fülle an Geld und Reichtum und das ist nicht immer ein Segen. Ja, wie geht es Ihnen mit dem Erbe? Hier ist auch die Rede von einem Erbe und zwar von einem Erbe, das allen gleichermaßen bereitsteht, die in Christus sind, die an Jesus Christus glauben und somit Abrahams Kinder sind. Eine solche Gleichstellung, die gibt es in der Welt nicht. Wir wissen, wie da unterschieden wird. Schon im Beruflichen, ob man Frau oder Mann ist, ob man gut qualifiziert ist oder wenig qualifiziert ist, ob man talentiert ist oder untalentiert. All das spielt in dieser Welt eine ganz große Rolle. Und selbst beim Erbe wird unterschieden, ob man ersten Grades, zweiten Grades und dritten Grades vielleicht in der Verwandtschaft eine Rolle spielt. Und so kann es auch passieren, dass man selbst bei einem Erbe schlechter wegkommt als derjenige, der natürlich ersten Grades steht. Ja, es ist nicht so einfach in unserer Welt, da zählen andere Dinge. Und hier kommt jetzt an diesem schönen Sonntag die Erinnerung, wir sind alle gleich, ob Mann oder Frau, Grieche oder Jude, aus welchem Volk wir auch kommen, wir sind letztlich Abrahams Kinder, Gottes Kinder. Und er macht keinen Unterschied. Wir wissen, das fällt selbst uns Menschen manchmal schwer, wenn man mehrere Kinder hat, alle wirklich ganz gleich zu behandeln. Schnell sind wir am Ende und manchmal sind wir auch sehr ungerecht. Ja, Gott ist anders, das erfahren wir an diesem Abend. Er hat für uns alle dasselbe Erbe bereit, nämlich das ewige Leben. Für einen solchen Herrn unterwegs zu sein, für einen solchen Herrn zu leben, das ist doch eine Freude zu wissen, dass am Ende keiner bevorteilt wird und dass wir am Ende alle das Gleiche bekommen. Das ist doch etwas Wundervolles und das ist auch etwas Schönes. Das lässt uns nicht neidisch werden, das lässt uns nicht in den Hass geraten und das zwingt uns auch nicht in die Konkurrenz, denn wir haben alle ein Leben, unterschiedlich vielleicht in der Begabung, in den Talenten erhalten. Es gilt, dieses Leben zu leben. Und wenn wir glauben, dann sind wir alle gleich behandelt bei diesem Schöpfer. Ich träume manchmal davon, dass wir Menschen davon ein wenig lernen. Dass wir in unserer Gesellschaft ein wenig mehr nach solchen Gesichtspunkten unsere Gemeinschaft ausrichten könnten. Ja, aber da wird ja nur Leistung gefragt und da wird auch scheel drein geschaut. Wenn der andere nicht ganz so fleißig ist, wenn der andere das nicht ganz so gut hinkriegt, wenn der andere vielleicht auch einmal sagt, ich kann nicht mehr, dann ist er in unserer Gesellschaft nicht mehr notwendig. So wird es manchmal sogar formuliert in der heutigen Zeit. Zu wissen,
dass man gehalten, geborgen, aufgefangen wird. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und dazu auch noch beschenkt wird. Und zwar mit einem Erbe, da braucht man nicht zu überlegen, nehme ich es an oder schlage ich es aus. Wer das Erbe ausschlägt, der wär wohl von allen guten Geistern verlassen. Denn dieses Erbe birgt in sich keine böse Überraschung. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Amen. Ich wünsche uns eine gesegnete Nacht. Schlafen Sie gut. Lassen Sie den Sonntag in aller Ruhe ausklingen. Eine gute Nacht. Ihr Reini hier aus den Nachtgedanken aus Appenzell-Innerrhoden. Auf Wiederloge.